So, herzlich willkommen beim Let's Play von Dead Rising. Auf das Spiel bin ich eigentlich nur gestoßen, weil ich Let's Plays von anderen Leuten gesehen habe. Und das ist ein Spiel, was in Deutschland und Österreich nicht erschienen ist, wurde indiziert. Und naja, warum, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ist nicht wirklich brutaler als Left 4 Dead oder ähnliche Spiele. Aber dementsprechend gibt es das Spiel auch wirklich nur auf Englisch, beziehungsweise dann auch Russisch. Französisch wahrscheinlich auch so Sprachen, aber die spreche ich alle noch weniger als Englisch, also muss ich mich mit meinem wahrscheinlich nicht dem besten Englisch hier rumschlagen bei dem Spiel, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Ihr habt hier oben schon mal auf Slot 1 schon mal angefangen, um es ein bisschen auszutesten vom, ja, vom Sound, ob mich vernünftig versteht und generell mal ein bisschen angezockt, also fangen wir direkt mal auf dem zweiten Slot an. Ja, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Ach ja, das Spiel ist ein Spiel, wo man Zombies niedermähen muss im Endeffekt. Wobei man da ziemlich kreativ mit den Waffen umgehen kann. Man kann quasi alles als Waffe einsetzen in diesem Spiel. Und ja, werden wir später noch sehen. Gucken wir uns erstmal das Video an. Also wir spielen einen Motorradfahrer, der irgendwie so komische Zombie-Niedermäh-Rennen fährt. Und der muss im Endeffekt dann für seine Tochter sorgen. Seine Frau ist, wie wir gleich erfahren werden, in Las Vegas war es, glaube ich, umgekommen durch die Zombies. Und naja, seht erstmal selbst. In 2 minutes, Mr. Green. My name's Chuck. Yeah. Look, I need you to sign this release form before you go out there. Oh, and don't forget to include your next of kin. Her name is Katie. Can you take her somewhere safe? I'll take her to the green room. Go with the nice man, Katie. Don't worry. I won't be long. So, also wir müssen jetzt dieses komische Zombie-Abmetzel-Rennen fahren, wie ihr gleich sehen werdet. Sinnfrei eigentlich, aber ich glaube, das Spiel ist generell nicht sonderlich sinnbedacht und ist so eher ein bisschen geckig zu sehen. Alles eher ein bisschen witzig gemacht, denke ich. Muss man alles, glaube ich, aber auch nicht so ernst nehmen. Hey, Buddy. I heard you lost your wife in Vegas. I guess you suck at killing zombies, otherwise she'd still be around. Ja, macht sich darüber lustig, dass man scheinbar, also dass unser Charakter hier scheinbar schlecht in Zombie-Killen ist, sonst wird seine Frau ja noch leben. They took our Las Vegas. But tonight, America, we're going to get a little payback. Ja, so einen Sport können sich auch wirklich nur die Amis ausdenken. Der Wahnsinn. Man sieht schon, die Mopeds sind mit Kettensägen ausgerüstet und naja, alles ein bisschen skurril, aber schauen wir mal weiter. Jetzt werden wir hier in die Arena gefahren. And now, it's time for America's most dangerous game show. It's time for Terror is Reality. Ja, typisch Amerika, alles total überpowered. Well, America, are you hungry for a little terror?
tonight, we're gonna give it to ya. I've been poking these zombies all week, and man, are they pissed. Our contestants are almost ready, so let's send them a little message. You gotta be willing to risk it all if you're ever really gonna... Helm auf und ab geht's. So, also alles Zombies und jetzt fahren wir mit unserem Moped einfach mal durch und säbeln die weg. Erhalten dadurch Punkte. Sehen wir oben links im Bild. Alles ein bisschen simpel, eigentlich ziemlich bescheuert. Ich glaube, das wird auch kein weiteres Mal ins Spiel gemacht, wirklich. Das ist jetzt wirklich nur am Anfang einmal so. Ja gut, schauen wir mal. Also wir sind im Moment noch Zweiter. Erster Platz wäre natürlich irgendwie besser. Geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Okay, über Leertaste können wir scheinbar sowas wie eine Handbremse. Beim Moped gibt es die, glaube ich, eigentlich gar nicht. Aber wir können sowas bedienen hier. Auf jeden Fall eine Bremse. So, jetzt sind wir auf jeden Fall Erster. Ja, jetzt nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Und ja. Jetzt gleich ist die Zeit abgelaufen und das war's dann auch erstmal. Yeah, erster Platz. Wir haben's dominiert, das komische Match hier. Siegerehrung. Also jetzt gibt's Kohle. Aha. So, Wettbewerb mit Bravour gewonnen. Was kommt als nächstes? Schauen wir mal. Na, nach so viel Kohle sieht's jetzt nicht aus. Ein paar hundert Dollar Scheine. Also scheinbar gibt es auch Proteste gegen dieses Zombie-Abschlachten. Also Green Rooms, das war da, wo seine Tochter quasi jetzt gerade hingebracht wurde, damit sie in Sicherheit ist und da müssen wir jetzt hin. Ja, also Chuck needs to find his way to Katie, also seiner Schwester, sag ich schon, oh Gott, seiner Tochter. Ja, also ich muss jetzt scheinbar diesen dämlichen Pfeil da folgen und das werden wir ja wohl hinkriegen, das ist ja nicht sonderlich komplex, die Aufgabe. Also scheinbar haben wir doch ganze 10.000 Dollar abgesahnt. An für sich schon mal nicht schlecht, denke ich.
So. Saving, also speichern. Dafür müssen wir scheinbar in ja, Toiletten, beziehungsweise ja, zu den Toiletten gehen hier. Und hier können wir scheinbar dann auf dem Pod safen. Ja, auch ein bisschen geckig gemacht. So, Safe Game, alles klar. Können wir eigentlich hier den ersten Spielstand schon fast wieder überschreiben, oder? Ach, scheiß drauf, machen wir einen zweiten auf. Genau an derselben Stelle, glücklicherweise. So, jetzt haben wir also gespeichert. Also merken wir uns, auf ein Scheißhaus können wir quasi speichern. Ist ja schon mal ganz lustig. Da ist die komische Nutte. Ja, hier, ich bin hier. Also halt die Fresse, ist mir egal, was du willst. Gut, folgen wir also weiter dem Pfeil. Aha, sie waren also enttäuscht von meiner Performance. Aha. Hochinteressant. Coole Fahrstuhlmusik übrigens. Na, die wollen es doch hart, oder? Ja, wie? Was geht denn jetzt? Haben wir eine schwache Nummer. Na, was ist denn jetzt? Stand gerade was von Saving Survivors Giving You EP. Also, wir kriegen scheinbar Erfahrung dadurch, dass wir Überlebende retten. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay, irgendwas scheint nicht zu stimmen. Ich tippe einfach mal auf Zombies, die irgendwie scheinbar jetzt alle niedermachen. Der Typ verwandelt sich gerade scheinbar in einen Zombie. Nee, jupp, macht er. Netter kleiner Typ. Ja, okay, dann wurde halt jemand anders zerfleischt, auch akzeptabel. Ja, bla. Ja, auf jeden Fall können wir uns jetzt hier Waffen nehmen, zum Beispiel einen Baseballschläger. Eine Axt finden wir hier noch. Na, nimm her. Was haben wir denn hier noch? Flashlight, also eine Taschenlampe. Da war doch gerade irgendwas hier mit Überlebende retten, das können wir halt mal hier machen. Oder versuchen zumindest. Okay, nicht, vielleicht die Überlebenden nicht unbedingt niederschlagen. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Aber die Zombies können wir ja mal ein bisschen nieder. Oh, mit der Axt. Oh, jetzt ist sie aber gleich tot. Aber die mit der Axt natürlich auch wegsquischen. Also man sieht schon, wenig Zombies gibt es auch nicht unbedingt zum Abschlachten. Okay, das war es jetzt auch. So, von wegen safen ist scheinbar nicht. Guck mal, da ist eine Gitarre. Das ist natürlich auch eine coole Waffe. Nehmen wir mal. So, müssen die Maus, wenn wir von so einem Zombie irgendwie angesnackt werden, von links nach rechts werfen. Und dann können wir uns befreien scheinbar. Das ist natürlich jetzt lässig, hier einfach die Zombies mit der E-Gitarre niederzuschmettern. Unten rechts haben wir die Killeranzahl, also wie viele Zombies wir tatsächlich schon umgelegt haben. So, Zombie, 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 Zombie. Gibt's denn hier noch was wie Waffen? T-Shirts als Waffen? Ach ne, hier.